seid ihr eigentlich alle aus Köln? Wer kommt aus Köln aber klatschen? Die Kölner, ne? Die lieben ihre Stadt. Das ist so süß, wirklich. Ich kenne keine Stadt, die sich so ein auf sich selbst hobelt wie Köln. Ist einfach schön. Genau, und ich war bei der 1Live Hörsaal Comedy. Und wer hört denn 1 live? Hört ihr alle 1 live? Einmal klatschen? Du nicht? Was hörst du denn? Ach, der kommt aus München. Oh, schwierig. Schwierig. Aber finde ich sympathisch, dass du nicht gefragt hast, ob du ein Waldmeister-Eis willst, ne? Nochmal kleiner Wink an der Stelle. Aber für alle, die 1 live hören, ihr kennt ja die 1 live Stimme, ne? Kennt ihr alle? Hallo Sektor, 1 live. Kennt ihr, ne? Und ich denke mir die ganze Zeit so, ich meine, ich mag 1 live, ich liebe diese Stimme, ich finde die auch cool, aber ich frage mich trotzdem, wer redet eigentlich die ganze Zeit so? Ich denke mir so, wenn du wirklich so eine Stimme hast, ne? Stell mal vor, du hast so eine Stimme, kannst nur so reden und dann musst du so mit deinem Freund Schluss machen. Verschwinde, du Bastard. Ich weiß genau, was du mit meiner Mutter gemacht hast. Ja. Oder stell mal vor, du hast so Verstopfung. Musst mit der Stimme so zum Arzt gehen. Hallo, Herr Doktor, ich kann nicht mehr kacken. Gibt es da was von Ratiopharm? Ja, aber du kannst mit der Stimme, glaube ich, gut flirten, ne? Also wenn du mit so einer Stimme zu irgendeinem coolen Dude in den Club gesagt, hi, du Megastecher. Hast du Bock, mich flach zu legen? Der sagt safe ja. Bin ich mir sehr sicher. Ich finde die Stimme hat was sehr Erotisches. Und apropos so erotische Stimmen. Ich habe mal einen Freund in der Pfalz besucht. Kommt irgendjemand aus der Pfalz? Einmal klatschen. Gut, dann wäre das jetzt wahrscheinlich beleidigend für euch. Aber egal, dann kann ich es ja fröhlich weitererzählen. Ich grüß dich. Ach Mensch, guck mal. Oh, der ist auch schon ganz fertig. Der ist auch schon ganz... Oh, das war sein Moment. Luisa, das sag ihm mal, er soll mit dem Laubgebläse reinkommen. Oh, ja. Ja. Frag sie mal. Nee. Boah, der guckt ja auch schon so, ich kann nicht mehr. Ich will nach Hause. Wo war ich? Ach ja, genau. Ich war in einem Club in der Pfalz, habe einen Freund besucht und ich war Single zu der Zeit und ich habe einen Typ gesehen, der war so echt unfassbar heiß. Ne? Also kennt ihr diese Männer, die selbst auf dem Perso-Bild gut aussehen? So sah der aus. Der war einfach richtig hot und ich habe so die ganze Zeit gedacht, so okay, wie komme ich mit dem jetzt ins Gespräch, außer die 1 Live-Stimme zu machen? Und dann habe ich gesehen, der ist zum DJ-Pult gegangen, um sich einen Song zu wünschen und ich bin einfach ganz schnell hinterher, weil ich dachte, okay, geil. Wir suchen jetzt unseren Song raus und dann hörte ich ihn reden, wie er einfach sagte, ajo, habt ihr auch was vom Schander, Paul? Und ich dachte wirklich so, okay, ich kann nicht mehr mit dir schlafen. Ich kann nicht mit jemandem schlafen, der Schander, Paul sagt. Was passiert, wenn wir Sex haben? Sagt er, ajo, drehst dich mal um. Stehst auf Doggy-Style. Nein, das ist wirklich so schlimm. Sorry. Nein, ich denke manchmal wirklich, Leute, die so schlimme Dialekte haben, die müssen doch eigentlich von der Krankenkasse so Kurse für Hochdeutsch kriegen. Die sind doch überregional sexuell benachteiligt, die Leute. Wirklich, tat mir richtig leid. Aber egal, wie hot er war. Ach Mensch, guck mal, ich finde es so schön, dass sie ausgerechnet bei unserer Show heute meinen, sie müssten mal die Straße richtig gut freimachen. Hammermäßig. Ja, so. Leute, vom Schander Paul. Ihr könnt nie wieder Jean-Paul hören jetzt. Ihr werdet immer an mich denken, wenn ihr jetzt ein Lied von Jean-Paul hört. Der Zug ist abgefahren, Leute. Oh, da ist einer, der hat jetzt erst verstanden, dass Schander Paul Jean-Paul ist. Brauchst du einen Fächer? Brauchst du was zu trinken? Könnt ihr mal bitte ein bisschen Wasser an den Tür, an unseren Sean hier heute Abend. Ich nenne dich jetzt einfach nur noch Sean, okay?